Feierlich eröffnet der internationale Uhren- und Mode-Accessoire Multifossil seinen neuen Europa-Hauptsitz. Damit erhält das neue Stadtquartier auf dem Erlenmatt-Areal einen neuen Markstein. Das Quartier entwickelt sich rasant. Nur wenige Meter vom neuen Hauptsitz entfernt schmiegt sich der langgezogene Wohnkomplex Erlenmatt West in den Halbkreis der Autobahnverbindung zwischen der Nord- und der Osttangente. Nur noch wenige Wohnungen sind unbesetzt. Vollbelegt ist die Z-förmige Wohnüberbauung Erlentor im Zentrum des Areals. Und auch die Seniorenresidenz im Süden füllt sich. Neben der Seniorenresidenz entsteht ein neues Primarschulhaus, das 2017 fertiggestellt sein wird. Das Erlenmatt-Quartier boomt, könnte man meinen. Aber noch ist es ein Stadtteil ohne Seele. Die Menschen sind da, aber mit der Quartierinfrastruktur hapert es. Die beiden öffentlichen Plätze sind noch wüste Brachen. Auf dem Schotterplatz, auf dem ein Stadtterminal für Jugendliche geplant ist, stehen Autos und wenn es regnet, entsteht eine kleine Seenlandschaft. So als würde der alte Vorschlag, auf dem Areal einen Basler Stadtsee entstehen zu lassen, plötzlich doch noch Realität. Nicht weit davon entfernt präsentiert sich der zentrale Max-Kempf-Platz noch als rechteckiges Nichts. Nach ursprünglichem Plan sollten die beiden Plätze bereits fertig sein. Doch es kam zu Verzögerungen, sodass die Quartierbewohner diese eigentlich wichtigen Treffpunkte frühestens Ende 2017 oder gar 2018 werden nutzen können. Auch sonst klaffen in der Quartierinfrastruktur große Lücken. Mit der alten Bahnkantine gibt es erst ein einziges Restaurant auf dem Areal. Einkaufsmöglichkeiten gibt es gar keine. Das einst geplante Shoppingcenter im Osten wurde bekanntlich beerdigt. Eine Verbesserung dieser Situation versprechen die Pläne auf dem Areal Erlenmatt Ost. Die Stiftung Habitat will dem Quartier mit verschiedenen Baunutzungen Leben einhauchen. Unter anderem soll der alte Silobau neben der Osttangente dereinst ein öffentliches Wohnzimmer für das Quartier werden. Doch die Neubauten stehen erst am Beginn ihrer Verwirklichung. Die neuen Bewohner werden also noch einige Jahre auf die Beseelung ihres neuen Quartiers warten müssen.